Hallo Weltmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Cook and Grill. Hier in der Hand halte ich ein Buch von der Firma Landig, das haben die rausgebracht zum 40-jährigen Firmenjubiläum. Das Buch hat den Titel Wildveredelung und ja, der Name ist hier Programm. In diesem Buch gibt es viele spannende Rezepte, Rezepte zum Thema Wursten, zum Thema Herstellung von Streichwurst, von Rohwurst, Salami, Trockenfleisch. Ja, einfach auch einen schönen Wildschinken. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass das wirklich einfache Rezepte sind. Also da sind keine abgehobenen Gewürze drin. Die lassen sich wirklich einfach nachmachen. Und ich habe euch jetzt einfach mal ein Rezept rausgesucht. Das werde ich jetzt hier mal ausprobieren. Und das ist eine Wildbratwurst, Schweizer Art. Und ja, ich werde einfach mal sehen, ob dieses Rezept was taugt. Das Ganze mal probieren und nehme euch mit. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Kommen wir mal zu den Zutaten, die wir für dieses Rezept brauchen. Also laut Rezept brauchen wir einmal Wildfleisch, logischerweise, das habe ich passend abgewogen. Dann haben wir hier kein Wildschweinspeck, sondern das ist Speck vom Hausschwein, Nackenspeck vom Hausschwein. Das ist aber auch völlig okay. Wenn ihr Wildschwein habt, nehmt ihr einfach Wildschwein. Ansonsten haben wir hier Bergkäse, einen schönen würzigen. Dann haben wir Muskat, weißen Pfeffer, Knoblauch, Zwiebeln, Salz, Majoran und gemahlenes Pimentkorn. Außerdem braucht ihr einen Wurstdarm. Ja, den habe ich hier vorher eingeweicht. Wir brauchen einen Wurstfüller, einen Fleischwolf und wir wollen nach Rezept die Würstchen auch brühen. Da hinten habe ich schon heißes Wasser aufgesetzt in dem Einkochkessel und da kommen wir dann später aber zu. Jetzt starten wir erstmal mit den Vorarbeiten und wolfen unser Bret, damit wir direkt anfangen können. Ja, alles, was wir jetzt tun müssen, sind die Zutaten hier reingeben. Ich habe jetzt hier den Nackenspeck und ja, das Fleisch hier reingeben, das Wildfleisch. Jetzt verteilen wir einmal unsere Gewürze großzügig. Auch die Zwiebeln. So. Und jetzt können wir das einmal schon mal ein bisschen anmengen, dass wir es schon mal ein bisschen verteilt bekommen. Das Fleisch ist noch ein wenig angefroren. Das ist auch gut so. Ist einfach von der Verarbeitungssicherheit besser. Auch den Nackenspeck habe ich einmal ein bisschen angefroren. Und jetzt kommt eine wichtige Zutat und zwar ist das Eisschnee. Also nicht zu verwechseln mit Eischnee, sondern Eisschnee. Und der kommt auch noch mit hier rein. Das ist dann ja, sozusagen ganz wichtig, auch für den Verarbeitungsprozess und für die Bindung und auch hinterher für die Saftigkeit der Wurst. Wir haben das Ganze jetzt durchgewolft, jetzt müssen wir ordentlich mischen und zwar bis das Bret eine schöne Bindung bekommt. Also jetzt hier ruhig kräftig mit den Händen kneten und zum Schluss kommt der Käse noch rein. Der sollte jetzt nicht mit durchgewolft werden, sondern der kommt dann gleich am Ende hier rein. So, jetzt haben wir das Bret haben wir jetzt gut vermengt, die Gewürze sollten sich hier gut verteilt haben und jetzt geben wir den Käse dazu. Und auch den heben wir jetzt vorsichtig unter. So, jetzt mit ein bisschen Schwung die Wurstmasse einmal in den Wurstfüller rein und ordentlich nachstopfen, dass wir keine Luftblasen haben. Also, die Wurst wird jetzt gebrüht für ca. 20 bis 25 Minuten bei ca. 65 Grad. Kommt die jetzt hier in den Kessel rein und ja, können wir einfach mal hier reingucken. Zwischendurch einfach mal die Würstchen bewegen, dass die oberen auch mal nach unten kommen. Und so lange lassen wir die jetzt hier drin. Und das sollte wohl passen. 25 Minuten sind um und wir holen die Würstchen jetzt raus. Und dazu ja, ziehen wir die jetzt einfach hier in diese Fleischkiste rein. Und jetzt müssen die abgeschreckt werden. Das machen wir einfach, indem wir jetzt erstmal einfach kaltes Wasser drauflaufen lassen. Am besten Eiswasser. Eis haben wir jetzt nicht, aber kaltes Wasser reicht jetzt auch. Und dann hängen wir die gleich nach kurzer Abkühlzeit in den Kühlschrank. Da können sie dann weiter runterkühlen. Wenn die Bratwürstchen abgekühlt sind, dann schneiden wir sie einfach oder vereinzeln sie, schneiden sie hier in eine Edelstahlform rein
Und dann kommen die einfach über Nacht in den Kühlschrank zum Abkühlen. Und dann können wir die morgen vakuumieren. Die Wildbratwürstchen, die haben wir jetzt vereinzelt. Die sind soweit abgekühlt. Und jetzt wandern die über Nacht, wie gesagt, in den Kühlschrank zum Abkühlen. Und dann geht das Ganze jetzt auf 1-2 Grad runter. Und die Wurst kann dann in Ruhe abkühlen. Kühlt ordentlich durch. Und dann können wir die morgen vakuumieren. Ja, jetzt müssen wir auch noch probieren. Also wir haben jetzt einfach mal so 2 Probewürstchen mitgebracht von diesen leckeren, ja, Würstchen, die wir gestern produziert haben. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir die mal ein paar Minuten hier liegen und dann probieren wir, ne? Sieht gut aus schon. Ja, vakuumiert haben wir sie. Wir haben die Wurst jetzt auch direkt mal gegrillt. Jetzt probieren wir mal. Also, die sieht super aus. Der Käse ist schön zerlaufen. Hm. Ich muss euch sagen, die Wurst ist wirklich sensationell. Ich kann die auf jeden Fall nur empfehlen. Richtig, richtig lecker. Das Rezept hier aus dem Buch hat sich auf jeden Fall schon mal bewährt. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe da gestern Abend noch mal ein bisschen reingeguckt. Viele schöne, einfache Rezepte. Wildveredelung hat den Namen hier verdient. Von mir einen ganz klaren Daumen nach oben. Und diese Wurst müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Rezept schreibe ich euch in die Beschreibung unten rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, einen freundlichen Kommentar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.